und ich möchte auch an Bord bleiben. Und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wie ihr hört, flattern die Segel. Mal gucken, wie ich weitermache. Die Gewitter sind da unten. Dann ist meine erste Überfahrt fertig. Heute Morgen bin ich aufgebrochen nach Mallorca von der Südwestspitze von Ibiza, dort wo Tagomago liegt. Und ich steuere im Moment Palma de Mallorca an, weil die Windvorhersagen nicht so ganz eindeutig sind. Die sind dergestalt eindeutig, wenn ich oberhalb von dieser Linie fahre, nein, südlich von dieser Linie fahre. Dann habe ich Wind und oberhalb ist es unglaublich, Wind habe. Deswegen steuere ich im Moment Palma de Mallorca an, wobei eigentlich mein Ziel ist Port de Soja. Das ist auf der Nordseite und jetzt wollen wir mal sehen. Also ich fahre das jetzt mal. Ich habe mir einen Erinnerungspunkt auf den Plotter gesetzt bei 2/3 der Strecke, wo ich dann nochmal gucke, wie der Wind dann ist und dann eventuell noch abdrehe, weil schon das Ziel wäre, morgen Abend in Port Soja zu sein, um dort dann nochmal ein paar Tage zu bleiben. Die Windvorhersage für heute ist einheitlich, was die Richtung angeht, nämlich Südwest, und den haben wir auch, aber uneinheitlich, was die Stärke angeht. Dort haben wir alles dabei von Grundwind 6 bis 8 Knoten bis Grundwind 12 Knoten und Böen 16 Knoten oder 15 Knoten bis ungefähr 20 Knoten. Und alles das habe ich bisher auch schon gehabt. Also ich habe tatsächlich schon 22er Böen gehabt und ich habe auch schon 8 Knoten Wind gehabt. Im Moment ist es aber, haben wir 12,6 Knoten Wind und ja, ziemlich genau halber Wind. Irgendwann heute Abend, heute Nacht wäre ich dann in Palma und dort gucken wir dann nach Kraft und Laune und auch vor allem nach Wind, ob ich dann noch um die Ecke rumkomme. Das Dunkle im Vordergrund ist Tagomago und dahinter liegt Ibiza. Das ist mir zu wenig. Hört, flappen die Segel. Ich habe nur noch 5 Knoten Wind. Also räume ich jetzt das Großsegel ein, mache die Maschine an.
weiß nicht, ob man es sehen kann. Da an der Windlupe. Also holen wir jetzt die Genua rein. So, bevor ich jetzt die Maschine, also laufen tut sie schon, aber bevor ich jetzt die Maschine einkuppel, klappe ich jetzt das Pendelruder wieder hoch. Das hat einfach den Grund, wenn ich fahre, dann schüttelt sich sonst dieses ganze System viel zu arg. Und deswegen klicke ich das jetzt hier alles aus, baue das wieder zurück. Das sind nur ein paar Handgriffe. Kommt aber der hintere, der Punkt. Und deswegen klicke ich mich jetzt auch ein, weil ich alleine an Bord bin. Und ich möchte auch an Bord bleiben. Hier die Einholeleine, die war seitlich belegt. Das ist das Pendelruder. So, da ist es. Windfahne noch ab. Okay. Haben wir das? Okay. Ich kuppel jetzt mal ein, dass wir zumindest mal ein bisschen Fahrt in die richtige Richtung machen. Das kann wieder weg. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Okay, jetzt mal auf 1500 Umdrehungen. Das ist eine entspannte Geschwindigkeit für den Motor. Das ist eigentlich eher schon an der unteren Kante. Aber ich habe es auch nicht eilig. Später, wir haben jetzt 9 Knoten hoch am Wind, das heißt, ich ziehe das groß wieder raus, damit ich zumindest den Effekt des Stütz- und Fahrwinds habe, Stützsegels und Fahrwinds habe. Da sind wir ein kleines bisschen schneller normalerweise. Hoffentlich kommt der Wind bald wieder, weil so wollte ich es nicht. Ich habe einen Besucher. Der ist ein paar Mal ums Boot geflogen, aber er wollte dann unbedingt landen und ist auch okay. Weil ich habe Wind 15 Knoten achterlich. Eine ganz nette Welle mittlerweile stehen, so einen Meter etwa, das war auch vorausgesagt. Und mittlerweile ist es 16 Uhr, ich bin also jetzt seit 4,5 Stunden unterwegs und bisher läuft das recht gut. Jetzt sind wir bei 18 Knoten. Könnte sein, dass da noch ein bisschen was kommt. Abend ist geworden. Also wir hatten heute irgendwie alles. Den richtigen Wind, den falschen Wind,
zu viel Wind und zu wenig Wind. Nee, zu viel hatten wir nicht. Wir hatten bis 20 Knoten. Bei halbem Wind ist das super. Jetzt haben wir nur noch 8, aber die Welle ist noch hoch und 8 ist ein bisschen wenig für unser Boot. Also wir fahren jetzt gerade mal noch 3,4 Knoten. Normalerweise würde ich da auch nicht meckern. Zeit habe ich auch. Nur da hinten diese Gewitterwolke, die macht mir so ein bisschen Gedanken. Das ist nämlich eine große. Da ist so Wumms dahinter. Also ich habe jetzt noch bis Dragonera so 15 Meilen etwa. Aber das ist ja kein Hafen, keine Bucht und nix. Also das ist nur ein Wegpunkt von mir. Und eigentlich will ich ja nach Port Soja. Und das sind dann von dort nochmal 20 Meilen. Also nochmal 4 Stunden. Ja. Wetterbericht kann ich auch noch nicht abrufen. Insofern weiß ich nicht, ob der mich trifft oder nicht. Oder welche Optionen ich habe. Und im Wetterbericht kommen auch nur Isolated Thunderstorms. Großartig. Ja. Also eigentlich nur 4 bis 6 bevor heute angesagt gewesen. Eigentlich auch eine andere Windrichtung, als ich jetzt hatte. Und das war sehr unbeständig. Also ich habe ständig die Segel nachjustiert, habe mir ständig neue Sachen einfallen lassen. Es war nicht so der Schlag, wie ich ihn gerne gehabt hätte. Will aber auch nicht meckern, also ich komme ja voran. Aber Segel schlagen. Mal gucken, wie ich weitermache. Sind da unten, also auf der Steuerbordseite, nicht auf der Backbordseite. Weil aber die Segel nur noch geschlagen haben, habe ich jetzt die Maschine angemacht. Ich fahre jetzt mal um die Landspitze rum. Ein paar Minuten geschlafen. Währenddessen habe ich das Boot mit ausgebaumtem Segel mehr oder weniger treiben lassen. Also es ist kaum noch Wind. Es waren irgendwie am Anfang noch 8 Knoten Wind, das heißt irgendwie 3 Knoten Fahrt. Und jetzt zum Schluss waren es noch 4 Knoten, also 0,7 Knoten Fahrt, also nichts mehr. Also deswegen habe ich gerade die Maschine gestartet. Ich werde jetzt die letzten Meilen noch abreißen und komme dann im ersten Licht im Port Soja an. Und ja, dann ist meine erste Überfahrt fertig. Die Hafeneinfahrt von Port Soja liegt vor mir, also die Bucht.
Und damit geht mein erster Schlag, den ich alleine Einhand und Offshore gemacht habe, zu Ende. Das waren jetzt 70 Meilen von Nord-Ibiza auf die Nordseite von Mallorca. Und ja, es ist insgesamt sehr gut gelaufen. Das Wetter war nicht ganz so, wie ich mir das gewünscht hatte. Also der Wind war sehr, sehr unbeständig, teilweise viel zu wenig. Aber es hat alles funktioniert. Und ja, es gab eigentlich keine Herausforderungen. Einmal so zwischendrin mal kurz, wie ich den Spiebaum mit dem Spiefall ausgebaumt habe und dabei die Rollanlage nicht mehr einwickeln konnte von dem Vorsegel, weil sich das dann vom Winkel her oben ganz blöd trifft und dann wickelt sich das Spiefall mit ein. Da würde ich das nächste Mal den Top Nant nehmen. Ich konnte sogar ein bisschen schlafen. Ich habe gestern über den Tag verteilt zweimal je eine Viertelstunde geschlafen und heute Nacht dreimal eine Viertelstunde, weil jetzt hier die letzten 20 Meilen von Dragonera hier habe ich kein einziges Schiff gesehen. Also Radar, AIS war immer komplett leer. Ich habe auch keine Schiffe am Horizont gesehen. Und insofern konnte ich mich dann gepflegt hin und wieder mal eine Viertelstunde hinlegen und schlafen und dann wieder einen Rundumblick. Und ja, also ich fühle mich fit. Ich könnte jetzt auch weiterfahren. Das ist das, was ich daraus mitnehme. Das ist gut, weil der nächste Schlag wird nämlich länger sein. Und deswegen war das jetzt ein ganz guter Test. Das hier ist übrigens die Gewitterwolke von gestern Nachmittag. Und man sieht so ein bisschen, dass die hier so ein Keil ausbildet, hier vorne auch. Das sind die sogenannten Amboss-Wolken. Und das sind die größten und gefährlichsten Gewitterwolken. Die gehen bis in die Stratosphäre hoch, also sind 12 Kilometer hoch. Und da ist echt ganz schön Energie drin. Die hat auch die ganze Nacht geblitzt. Ich vermute, dass die über dem Festland liegt und das Festland ist 100 Meilen weg. Die Überfahrt hat ja ganz gut geklappt. Ich bin ja wohlbehalten in Mallorca angekommen. Und wenn du die letzten zwei, drei Videos mit angesehen hast, dann hast du ja auch mitbekommen, dass ich mit dem Motor so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hatte. Ich hatte Dieselpest an Bord und war deswegen auch ein bisschen misstrauisch, ob die Maschine jetzt wirklich läuft und ob alles funktioniert. Und habe mir deswegen auch viel Zeit gelassen, bis wirklich die Bedingungen komplett gepasst haben. Und außerdem ist es auch so, ich bin ja alleine schon häufiger jetzt gesegelt mit dem Boot um Ibiza herum. Trotzdem ist so die erste Etappe offshore ganz alleine, ist dann natürlich nochmal was ganz Besonderes, weil da so ja in mir die Gefühle gekämpft haben, habe ich jetzt wirklich alles vorbereitet, ist das Wetter wirklich das Richtige, ist die Maschine einsatzbereit und so weiter. Und das war natürlich sehr aufregend, sehr spannend, deswegen habe ich mir da auch Zeit gelassen, den richtigen Moment abzupassen, wo das auch wirklich dann ja für mich auch richtig ist und das Wetter auch dazu passt. Und deswegen bin ich froh, dass das alles geklappt hat. Für diejenigen, die noch nie einhand gesegelt sind, Christoph hat da auf unserem schriftlichen Blog, den gibt es ja auch noch, einen Artikel mal gemacht, als er damals mit der Dela Optima das erste Mal gesegelt ist. Und den verlinken wir unten in der Description. Der ist immer noch recht interessant, was das Thema angeht. Ja, also ich glaube, dass jeder Solo segeln kann, aber man sollte es nicht spontan tun, man sollte es vorbereiten, man sollte es tatsächlich üben mit vielleicht jemand an Bord am besten, aber der nicht eingreift. Und das Zweite ist, dass man sich halt für jede Situation einen Plan B zurechtlegt, weil wenn was schief geht, man ist alleine an Bord, es fehlen halt dann in dem Moment ein paar Hände. Also guck dir das gerne an, ich verlinke dir das unten. Die erste Etappe war ja jetzt nach Mallorca und weiter soll es gehen nach Marseille. Marseille war der Plan, hat aber nicht geklappt, das ist gründlich schief gegangen. Wenn du nicht verpassen möchtest, wie es weitergeht, dann abonniere doch am besten den Kanal und schalte die Glocke ein, wenn du es nicht schon getan hast, weil dann wirst du auch informiert, wenn die neuen Videos rauskommen. Außerdem folg uns gerne auf Instagram und Facebook, wenn du irgendwelche Fragen hast, Anmerkungen, Kommentare. Wir freuen uns darüber, sowohl hier als auch auf den anderen Plattformen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.